Yeah, auf ein neues Abenteuer. Wir wollen in den Dschungel. Dem kleinen Mann hier. Und einem Shopkeeper entweder eine Schrotflinte abkaufen, abnehmen oder sie aus einem Grab stehlen. Das sind so ziemlich die einzigen Möglichkeiten, die mir gerade einfallen. Nee, nicht da rein. Wir wollen nicht in die Minen. Wir wollen in den Dschungel. So. Also wir brauchen... Sieht mir zu gefährlich aus dort. Spring. Spring. Okay, dann spring ich. Du bist Sohn. Das war ein Arschlochfrosch. Genau in dem Moment, wo ich springe, springt er natürlich auch. Und hier ist der Ausgang. Was soll's? Geh nur raus. Das war ein sehr komisches erstes Level. Wir haben jetzt schon viel zu wenig Lebenspunkte und all sowas. Aber wir müssen ja eigentlich nur Glück haben und irgendwo eine Schrotflinte finden. Und es dann bis zur letzten Etage schaffen. Das ist ein bisschen tief da. Hallo. Da geht's gar nicht weiter. Was zur Hölle? Ah, da ist sie. Das wird eng. Ja, komm mal nicht, okay. Seil. Du bleib da liegen. Du kommst mit. Und da ist der Ausgang. Okay. Ein paar Lebenspunkte haben wir schon mal wieder. Genug Gold haben wir bei weitem nicht, um es zu kaufen. Deswegen nehmen wir das hier hinten auch nochmal mit. Kästchen. Warum kriege ich jetzt diese komische Totenwelt nicht mehr? Die hatten wir doch früher so häufig. Das ist eine abgekartete Sache. Oh, da ist ein Shopkeeper mit nur Bomben. Deine Leiche für eigentlich für Kali-Experimente. Zoing. Zoing. Irgendwie höre ich hier nicht mehr schreien. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Wer ist irgendwo gestorben? Oh ja, das wäre richtig schön. Du kommst mit. Ich sehe aber keine Leiche von ihm. Da unten vielleicht. Jo, er ist tot. Warte mal. Oh. So. Und. Nicht du. Ja, sehr schön. Okay, wo ist der Ausgang? Stirbt, Äffchen. Genau. So, ich will nur noch hier raus. So, da ist der Ausgang. So, eine Etage noch. Glaube ich. Ich höre, wie das Wasser fließt. Okay, hier sind diese Killer-Piranhas. Nee, warte mal. Hä? Da ist das Geisterding. Und da geht's ganz schön tief runter. Nein, das war die falsche Knopf. Boah. Ich wollte das da benutzen. Richtig. Du. Okay. Okay. Ganz ruhig. Und da ist ein verrückter alter Mann. Und das sind Piranha-Fische. Das ist eine Mischung aus dem Fischlevel und dem Geisterlevel. Also ja, cool. Also nicht für mich, aber generell ist es cool, dass es geht. Ja, ja, hallo alter Mann. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Ist da gerade meine Schrotflinte runtergefallen? Nein, 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 nein!
Ich habe die Schrotflinte nicht schnell genug aufgehoben und habe stattdessen R gedrückt. Hallo, ich bin der Tunnelmann. Hast du eine Schrotflinte? Ja, 5 Meter hinter mir. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Können wir jetzt eine Schrotflinte holen und zurücklaufen? Ich denke nicht. Vor allem, wo zur Hölle ist hier ein Shop? Da ist ein Shop. So ein Glücksspielparler. Oh. Ja komm, spring ihn tot. So sehe ich nicht. So, was machst du? Swoosh. Oh, du hast eine Einschfrierkanone. Na komm her. Oh, du bist in den Tod gesprungen. Okay. Ich hätte gerne einen Kletterhandschuh. Oh. So vielleicht? Yay! So, du kommst mit. Ausgang? Ah! Oh! Und da ist die Schrotflinte. Also nicht, dass wir sie noch brauchen würden. Aber jetzt geht's ums Prinzip. Jetzt kämpfen wir uns nämlich durchs ganze Eislevel durch. Und bestechen den nächsten Bomberman. Wenn es denn einen gibt, ohne dass wir den vorherigen freigeschaltet haben. Oh. Ah. Wo zur Hölle geht's? Da. So, pew. Noch eine Schrotflinte. Das Spiel will mich echt veralbern. Boing, 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 boing. Ich würde gern irgendwie weg. Danke. Was bist du? Ein Ang oben auf der Stirn? Bomben. Nö. Oh, braucht man hier den Kelch aus dem Schwarzmarkt? Ha. Da scheint irgendwas hinter zu sein. Oh, genau. Untenrum freilegen. Das könnte es sein. Oder auch nicht. Aber ich habe ja genug Bomben, ne? Oh, 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 oh. Ha, die hier unten wollen nicht. Sehr komisches Ding. Natürlich könnte es einfach nur Deko sein, aber das ist irgendwie zu auffällig für Deko. Hat die jetzt Risse bekommen? Nö, nope, keine Risse bekommen. Na gut, dann halt weiter. Ich bin schon wieder gestorben. Ja, aber es war ein interessanter Run. Das kann man nichts anderes zu sagen. Sehr interessant. So, du kommst mit. Oh oh. Okay, Seile lösen ihn schon aus. Okay. So, und jetzt geht mir bitte eine Schrotflinte und lass sie nicht wieder fallen. Das wäre echt toll. Hopp. Piranha? Natürlich Piranha. Njam, njam, njam. Hier. Du kommst mit. Zoing. Das war ein schöner Sprung. Die durch den Wurm abkürzen bringt uns gar nichts. Und das sieht sehr tief aus. Schon besser. Stimmt, eine Idee war auch noch aus den Kommentaren, dass wir so eine Pflanze nehmen sollten. Die K.O. schlagen die Pflanze und dann die Pflanze bei dem Shopkeeper vorher abladen. Dann wacht die Pflanze irgendwann auf und frisst den Shopkeeper auf. Das finde ich eine sehr coole Idee. Aber ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Oh oh. Ja. Ich hätte gerne den Bumerang. Nee, nicht dich. Nee, nicht dich.
an dich. So. Gold ist ein bisschen mau, aber was soll's. Knutschi. Und ich höre... Au. Wespen. Oh, Sprungschuhe. Oh, da ist die Königin. Kann ich immer wieder auf sie raufspringen, bis sie tot ist? Ich denke mal irgendwie nicht. Oh, ich könnte sie in die Tiki-Falle locken. Oder einfach ganz viele Sachen auf sie raufschmeißen. Komm, ich brauche mehr Sachen zum raufschmeißen. Obwohl, hier könnten Bomben drin sein. Ich sollte wieder Bomben... Seile. Alejo, komm. Alejo. So. Zeug. Okay. Rausspringen? Das bringt nichts. Lalala. Oh, ich kann den Bumerang nach unten werfen, oder? Ja, kann ich. Aber kommt nicht wieder zurück. okay, Planänderung. Wir haben keine Bomben mehr, um durchzusprengen. Oh, 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 oh. Das war nicht so schön. Ja, böse Tiki-Falle, ich kenne dich. Das war auch nicht geplant. Nee, 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 nee. So wird das nichts. Wow, okay. Und tot. Ich sehe rein gar nichts. Oh, aber das bestätigt meine Vermutung. Oder, nee, es widerlegt eigentlich meine Vermutung, dass das erste Level nichts Besonderes sein kann. Weil ich hatte überlegt, theoretisch könnten wir immer wieder sterben, solange es das erste Level ein Untoten-Level ist. Das war einfach nur gemein. Untoten-Level? Nein. Oh, oh, oh. Komm, wir brauchen Kohle. Du bleibst da. Au. So, du kommst mit mir Lebenspunkte aus. Zugleichen. Und das ist wieder ein Arschlochfrosch. Sobald ich jetzt runterspringe, um meinen Fall durch ihn zu bremsen, wird er wegspringen. Also machen wir das hier. Ja, ja, ich kenne dich inzwischen. Arschlochfrosch. Oh, oh. Nein. Und ich sollte es erst gar nicht versuchen, mich mit den Wespen anzulegen. Langsam wird es für mich eine legitime Taktik, einfach zu sterben, bis wir das Ding haben. Ja. Komm schon, Gerogon. Toten sind rastlos. Sehr schön. Also, vergiss, was ich gerade sagen wollte. Konzentration und so. Da oben müssen wir hin und das ist doof. Ah, da sind Tiki-Fallen unterwegs. Genau die da. Und das wäre ein sehr, sehr doofer Tod gewesen gerade. Also, gib mir den Zauberstab. Oh. Halbe Tiki-Fallen töten, genau wie ganze Tiki-Fallen. Das Spiel mag mich nicht. Ich glaube, ich gönne mir jetzt eine Weile Pause von Spelunky und spiele privat vor mich hin. Und sobald ich wieder einigermaßen Nervenkostüm zusammen habe, mache ich wieder ein paar Folgen. Also bis die Tage. Bye, bye.